Gebhardt überall zu finden, eigentlich seine Position links, aber der ist auch auf rechts, der ist wirklich der Kapitän, den man sich vorgestellt hat. Und der Kopfball und das Tor! Benjamina! Das habe ich ihn noch gelobt und nun also krönt er diese Leistung nach der Vorlage jetzt mit dem eigenen Treffer. Gebhardt. Wieder gut gemacht, Benjamina! Was für ein Tor! Fantastisch gemacht, perfekte Schusstechnik. Gerade noch soeben haben sie ihn weggeköpft und da kommt er nochmal. Das Tor! Benjamina! Karim Benjamina mit seinem zweiten Treffer, seinem dritten Saisontor. Und das ist Benjamina! Und das ist kein Abseits. Matuschka! Und da ist er drin! Da treffen sie! Durch Benjamina in der dritten Minute. Und da sind sie nicht nah genug dran an Benjamina. Auch wenn sie am 5-Meter-Raum sind. Völlig frei. Keine Chance für Daniel Istunac. Kein Abseits. Benjamina. Er braucht lang, aber er hat die Ruhe. Er macht das Tor. 2-1 Union. Man merkt die Erlösung bei Union Berlin. Jetzt Benjamina hier mit dem 2-1. Sein sechstes Saisontor. Hier in Aachen. Kein Abseits. Kein Abseits. Fahne bleibt unten. Ball ist im Tor. 1-0 Union Berlin. Und es ist Karim Benjamina. Benjamina macht das schon richtig gut. Schauen wir nochmal genau hin. So groß gab es da gar nichts zu halten. Gegen Uwe Mörde. Moskera, das muss er alleine machen. Muss er gar nicht. Er kann den auch abspielen. Und da ist das 1-0 für Union Berlin. Karim Benjamina schießt hier das 1-0 in der 33. Minute für Union Berlin. Na, da bin ich mir sicher. Ball kommt und das Tor. Wieder ein Kopfball. 2-0. 2-1, sorry, nicht 2-0. 2-1. 73. Minute. Torschütze Benjamina. Wo ist der Vollstrecker bei Union Berlin? Matuschka. Gutes Weiterleiten, kein Abseits. Und jetzt der Ausgleich. 1-1. Jetzt holen sie sich die Belohnung ab. Karim Benjamina. Rot gelupft. Es ist das vierte Saisontor von Karim Benjamina. Kohlmann. Muss gehen. Alle anderen warten, dass sie den Ball da in die Gasse gespielt bekommen. Benjamina ist rum. Benjamina! Das 2-1 für Union Berlin. Benjamina, der Doppeltorschütze für Union Berlin. Der Ackert, Schinidu-Idee, Kohlmann. Benjamina! Und da ist der Ausgleich. Ausgerechnet Karim Benjamina. Der trifft zum Ausgleich. Und Björn Brunnemann ist für ihn gekommen. Und das gibt's auch gar nicht. Benjamina, der Tag der 22 wird gekrönt. Mit der Nummer 22, Karim